Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Parisia, ich grüße dich. Du hast dich verliebt, er auch. Ihr beide seid verliebt. Und die Frage ist, habt ihr diese Chance, einen gemeinsamen Lebensweg zu gehen? Das klären wir bei dieser Legung. Deine Gegenwart zeigt der Mond. Mond symbolisiert Empfängnis. Nicht nur Schwangerschaft, sondern bedeutet auch etwas empfangen, genau das, was für dich wertvoll ist, wovon du träumst. Weil Mond symbolisiert auch die Träume, auch die Sehnsüchte und Wünsche, aber eine gewisse Zurückhaltung. Das kann dein Vorteil sein, kann auch dein Nachteil sein. Weil wenn du denkst, er ist noch gebunden und du bist sehr zurückhaltend, dann traut er gar nichts zu in deine Richtung. Seine Gegenwart zeigt hier dieses Bild und diese Mäßigkeit beschreibt nicht zu viel, nicht zu wenig. Er muss immer im Balance bleiben. Das ist auch das innere Gleichgewicht. Diese Ruhe und im Ruhe liegt die Kraft. Aber bedeutet auch die Überlegung, was soll ich jetzt tun? Soll ich aktiv sein oder lieber nicht? Es ist nicht die Zweifel, sondern eher dieses Gefühl zu haben, dieses Feingefühl, was passend ist. Was verbindet euch beide? Hier habt ihr einen Sieg. Die Feuerelement zeigt euren Mut und Kraft und das setzt ihr auch in Bewegung. Und das, was euch begeistert, dabei ist auch sehr viel Wärme da und Leidenschaft. Die Zahl 6 bedeutet die Erinnerungen. Das kann auch karmischen Erinnerungen sein. Also hier bei diesem Karte habt ihr schon der Sieg. Er kommt auch an, aber betrachte mal, was im Hintergrund passiert. Ihr habt auch Gegner. Es ist besser zum Schweigen. Was kannst du tun oder was passiert in den kommenden 3 Monaten? Das zeigen hier diese Karten. Die Sonne zeigt deine Ausstrahlung, deine Lebenskraft. Bedeutet auch Erfolg, macht auch etwas sichtbar. Und das Kind symbolisiert einen Neuanfang, zeigt auch die Unschuld, diese Reinheit, diese göttliche Energie. Du brauchst aber noch ein bisschen Geduld. Es geht nicht schnell voran, weil das würde bedeuten, ihr stoßt an euren Grenzen. Im Herbst trägt es schon Früchte. Dieser Diebstahl natürlich bedeutet, jemand nimmt etwas weg. Ich glaube nicht, dass er weggenommen wird, sondern ich würde intuitiv diese Karte so deuten, dass diese Karte beschreibt deine Ängste, dass diese Liebe, dieser Kontakt verloren geht. Was passiert bei ihm in die kommenden 3 Monaten? Was hat er vor? Er verspürt die Lebenskraft, dieses feurige Temperament. Er ist begeistert von dieser Liebe. Er ist Feuer und Flamme dabei. Aber er fühlt sich so klein oder er hat Ängste, dass hier etwas verloren geht. Das kann auch die Finanzen sein, weil die Münzen symbolisieren auch das Geld.
Wenn er sich trennt, dann verliert er Geld und das, was ihn auch beschäftigt. Aber diese Karte zeigt eine Veränderung, was er nicht sieht. Ich muss das sagen, weil er schaut auf den Boden. Er sieht gar nicht, was im Hintergrund ist. Diese Schönheit, diese Ordnung, diese Struktur, dieser Glanz und auch die Finanzen. Er sollte die Blickwinkel verändern. Und was wird er tun? Er kommt entgegen und überreicht diesem Kelch. Und das symbolisiert seinen Gefühlen, das symbolisiert sein Liebe. Und das wirst du empfangen. Diese Energie, was euch gerade verbindet, kann ich in Zahlen umwandeln. Es sind die folgenden Zahlen. 1, 8 und 6. 1 bedeutet die Handlungen, aber auch die Selbstdarstellung. 8 heißt Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Soll ich nicht? Und wir können diese Zahl 8 verändern. Wenn ich das so umdrehe, dann entdecken wir die Unendlichkeitssymbol. Eine fließende Bewegung. Das kann bedeuten, er kehrt zurück von Vergangenheit. Das kann eine karmische Liebe sein. Aber bedeutet auch Vertrauen, weil dieser Muster zeigt hier zwei Wellen, zwei wellenartigen Bewegung. Und das symbolisiert der Fluss des Lebens. Und in diesem Vertrauen sollt ihr beide bleiben. Und am Ende die Zahl 6, wieder die Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie, das kann Kindheitserinnerungen sein, aber auch karmischen Erinnerungen. Ich befrage jetzt mein Pendel. Habt ihr Chance zusammenleben? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, ihr habt diese Chance. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, ist alles ungewiss. Die Frage war, habt ihr diese Chance? Ja, die Antwort ist ja. Ihr habt die Chance, zusammenleben in eine glückliche Partnerschaft. Liebe Perisia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.